Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir gehen mit der Grace jetzt nach oben und schauen mal, was da wir noch alles finden werden. So, ich glaube da hinten... Hey, doch, da hinten ist einer. Dann müssen wir hier das ausleeren. Ah, das ist aber jetzt, das klappt jetzt nicht. So. Dann müssen wir das erst ausleeren und den machen. Ich war jetzt nicht sicher. Ich wusste, dass einer kommt, aber ich war nicht sicher, ob der von der Seite kommt oder von drinnen kommt. Dann legen wir nämlich das hier, nämlich genau hierher. Und? Na? Hallo? Wieso kommt er jetzt nicht hier rein? Ja, das ist ja schlecht. Der scheint irgendwie zu hängen. Ah, okay. Der scheint irgendwie zu hängen. Das ist nicht gut, weil wir müssten nämlich auch nachher wieder runtergehen. Okay. Da scheint ziemlich was schiefgegangen zu sein. Okay. Vielleicht muss ich das weiter vorne vor der Tür verstreuen. Dass es zu weit hinter der Tür war und dann ist er irgendwie nicht, er kommt nicht rein, aber ja. Hey, you. Dann müssen wir das vielleicht hier hin tun. Ist jetzt was passiert? Der hängt schon wieder. Seht ihr das? Normalerweise sollte der eigentlich ausrutschen und sterben dabei. Und ich glaube, so muss es auch gewesen sein. Also man muss, glaube ich, das Eis unten hinlassen und das den Melange da oben hin, weil das Eis nicht verschwindet, das andere verschwindet. Hey, you. Okay, jetzt ist er da durchgelaufen. Ich meine, man kann es auch andersrum machen, aber dann hat man ein Problem, weil das Eis, wie gesagt, bleibt und unten hat man dann wieder einen Gegner und das andere Zeug, das verschwindet. Und dann hast du natürlich das Problem. Okay, dann probieren wir es mal hier. Hey, you. So, und jetzt solltest du eigentlich... Ach nee, der bleibt leben. Ah. Ich verstehe. Deswegen ist er nicht gegangen. Ich dachte, er rutscht auch raus. Aber nein, der bleibt leben. Dann ist es jetzt ganz gut, dass wir das jetzt so gemacht haben. Und deswegen war das auch problematisch, wenn man das andersrum macht. Wenn man das unten macht. Deswegen muss unten Eis sein. Okay. Dann wissen wir das. So, ist hier irgendwas Interessantes drin? Ja, da liegt was drin. Das sehen wir ja schon. Ein Jeton. Das können wir für unten gebrauchen. Haben wir sonst noch was hier? Ja, genau. Da war das. Die Captain's Kajüte. Eine Vision. Jetzt sehen wir es nochmal. So. Das.
Das müsste auch das Ding hier gewesen sein, hier. Kann man da irgendwie was machen? Öffnen, suchen? Nee. Kannst du... Ich glaube, wir brauchen den Dings, den Kettenstab, oder? Genau, und dann bekommen wir den Schlüssel, das der Eisen und ein Buch. Schlüssel der Eisen ist natürlich klar. Das ist der Schlüssel für die Eisengitter. Das müssen wir Cornby bringen. So, aber jetzt lesen wir erstmal das Buch. Wie ich den Voodoo besiegte. Auszug aus Manuskript gefunden am Grunde einer Flasche. Der Sturm tobte. Der Malaie stürzte aus der Kombüse, einen Hühnerfuß zückend. Der Besessene versprach seine Seele für ein Stück Kreide. Captain Precks Stimme donnerte trotz der brausenden Wogen. Tut, was er sagt! Eine Sturzwelle hatte Mickey Ross, den Schiffsjungen, über Bord geschwemmt. Und ein neuer Brecher wartete gierig auf seinen Zoll. Ja, da haben wir's schon. Den Hühnerfuß, den wir ja auch haben. Der Malaie warf sich auf die Kreide, als hätte er Neptuns Krone gesehen. Er zeichnete ein sonderbares Symbol auf die Deckplanken. Papa Legba, brüllte der Wilde, mit dem Hühnerfuß fuchtelnd. Die Wirkung ließ nicht auf sich warten. Die drohende Welle blieb auf halbem Wege stehen, wie eine Wand zwischen Himmel und Hölle. Dann holte er aus einem Beutel, den er um den Hals trug, ein Stück Spiegel und legte es mitten auf den Altar unter dem Großmast, auf den er ein WW gezeichnet hatte. Aus seinem roten Gürtel zog er einen eigenartigen Stab, von dem er sich niemals trennte. Der Malaie machte damit große Gesten und beschwor die Welle mit seltsamem Singsang. Die fürchterliche Welle sackte dröhnend in sich zusammen und ihre Gischt näste die verdutzte Mannschaft. Voodoo, Voodoo, gellte es noch in ihren Ohren, während Mickys lebloser Körper, von der Strömung getragen, gegen den Schiffsrumpf schlug. »Ich kann ihn wieder zurückholen«, sagte der Malaie zu Prext. Der Barsch entgegnete, »Gib dir keine Mühe, der konnte ja nicht mal lesen.« Okay. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal in den Voodoo-Raum gehen. Jetzt sollte nämlich auch die Tür offen sein. Genau, jetzt ist die Tür offen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, wir mussten in diesen Altarraum gehen. Wenn man, kann man das Altarraum nennen? Ich glaube schon. Da haben wir wieder dieses Sing-Sang-Dingsbums. Ich glaube, das zeigt an, dass man hier noch was machen kann, aber ich bin mir nicht sicher. So, ich glaube, hier mussten wir den Kettenstab benutzen. Genau. Und der verwandelt sich nämlich. Oh. Und wir werden gleich runter teleportiert und haben einen Loa-Stab. Sehr schön. Und hier speichern wir lieber nochmal ab. Na? Ach, du willst mal wieder nicht rennen? Ja. Guck, da liegt nämlich jetzt noch das Eis. Genau. Und das war eigentlich wichtig. Eigentlich wäre es dann richtig gewesen, den Typ an der Tür zu machen, damit er auf jeden Fall reinläuft. Dann wären wir aber nicht mehr rausgekommen. Deswegen habe ich ja nochmal neu geladen. Aber das war eigentlich so beabsichtigt, weil man damit wir diesen Stab nochmal bekommen und dann runter teleportiert werden. So hätten wir auch den Stab verpassen können. Aber eigentlich sollte es so sein, dass man den Stab nicht verpassen kann. Und ich bin gar nicht sicher. Hier können wir noch das Shatter einwerfen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert ist. Ein Kraftfeld blockiert den Durchgang. Das heißt, wir haben noch irgendwie was vergessen, oder? Und normalerweise sollte doch auch hier noch ein Gegner kommen. Ha. Also irgendwas scheint hier... Hoppla. Irgendwas scheint doch nicht richtig zu stimmen.
Normalerweise sind das die mit Kraftfeldern oder sonst irgendwas, wenn man Zeug noch... ich komme hier auch nicht mehr durch. Okay. Ich komme da selber nicht mehr durch. Sie kann nicht übers Eis laufen. Ja, das könnte natürlich jetzt noch problematisch sein für nachher, aber... Hä? Was muss man jetzt noch machen? Also ich habe es in Erinnerung, dass jetzt noch ein Gegner kommen musste und wir den Chaton auch noch einwerfen mussten. Hey, you. Ah. Ja, und da sollte eigentlich jetzt der rauskommen und übers Ding laufen. Hm. Habe ich die Dinger so falsch gelegt, dass da nichts passiert? Ja, das ist scheiße. Die hätte ich vielleicht weiter drinnen legen müssen, ha? Ja, es kann sein, dass ich da jetzt gerade ein Problem habe. Dass ich den besiegen muss, weil der vielleicht noch was hat. Aber nicht mehr rankommen, weil das Ding falsch liegt und ich nicht mehr rüberkomme. Probieren wir mal, ob er den irgendwie anders rausgelockt bekommt. Ansonsten muss ich da tatsächlich nochmal neu laden und das nochmal neu machen. Hey, you. Ja, der ist auch schneller als wir. Das geht so nicht. Ha. Ich glaube, da habe ich tatsächlich gerade ein Problem. Ich komme ja auch nicht mehr in die Küche rein, weil der Typ noch da ist. Aber normalerweise müsste ich jetzt einfach in die Küche reingehen. Dann kommt der Typ raus. Oder sagt halt, hey, you. Oder sonst was. Aber ich komme ja hier nicht mehr weiter. Ich glaube, ich muss nochmal neu laden und das nochmal neu machen. Dass ich das ein bisschen weiter in der Küche drin liegen lasse. Dass ich da nochmal vorbeikomme in die Küche. Um damit der hier, wie heißt das? Damit ich in die Küche reingehen kann, der spottet. Und wir kommen wieder raus. Und ich bin nicht sicher. Ich glaube doch eigentlich, dass wir den Chaton noch benutzen müssten hier wegen irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr genau wegen was. Aber das geht nicht und da bin ich mir nicht sicher. Müssen wir einfach nur den Gegner besiegen? Hm. Hm. Und anders komme ich ja auch nicht weiter. Nee, das ist... Da habe ich mir jetzt den Weg verbaut. Das muss ich alles nochmal neu machen. Wie gesagt, das muss weiter drin liegen, damit wir da ein bisschen weiter kommen. Naja gut, dann muss ich das alles nochmal neu machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, das Problem war, da wo ich abgespeichert hatte, ich zeig's mal ganz kurz. Da war das ganze Problem, hier habe ich gespeichert gehabt. Die Quicksaves sind natürlich weg. Und hier konnte man noch ganz normal übers Eis laufen. Aber sobald ich mich runter teleportiere, ging das nicht mehr. Und das Problem ist, der letzte Speicherstand, die beiden Quicksaves sind natürlich wieder weg. Und der letzte ist dann auch wieder ein bisschen weiter weg hier. Und das wollte ich eigentlich nicht neu machen. Von daher habe ich mir noch entschlossen, das anders zu machen. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit. Es ist ja auch so, dass du hier die Melange ausstreuen kannst und dann hast du ein Problem, dass du, dass das Rätsel nicht geht. Und dafür ist nämlich der Chaton da. Und ich probiere mal aus, ob das jetzt hier geht. Beziehungsweise ich habe es teilweise ausprobiert und das Rätsel ist Lösung, wenn man das anders gemacht hat, wenn man diesen Bug hat wie ich, dass man nicht mehr übers Eis drüber laufen kann, sondern da hängt, dann kannst du nämlich hier hingehen oder du, dass man den Melange ausgestreut hat, hier war es nicht, hier war es, hier können wir nämlich diesen Teddy ablegen, so. Dann können wir jetzt, wo wir das gemacht haben, können wir nämlich jetzt diesen Chaton machen. Dann kommt der Gegner von da raus
da rein, verfolgt einen, bleibt am Teddy dann hängen und kommt nicht mehr weiter. Und man kann ganz normal wieder in die Küche gehen. Jetzt können wir nämlich... Hey, you. So, genau. Und jetzt müsste der Gegner kommen. Genau. Der müsste jetzt hier reinkommen, am Teddy hängen bleiben und das war's. Und wir können ganz normal in die Küche gehen und fertig. Jetzt ist es nur so, ja, der hat dasselbe Problem, das wir haben, der bleibt am Eis hängen. Und ich denke mal, das ist genauso, wie wenn er am Teddy hängen bleibt. Also das mit dem Eis ist definitiv ein Bug. Normalerweise müsste er nämlich da ausrutschen. Und jetzt hoffe ich mal, dass es auch so funktioniert, dass er da hängen bleibt, wie beim Teddy. Und ja, das ist doch äußerst bescheuert. Also, wer kommt, dass man da das Eis ausstreuen kann und dann, dass man da das Eis ausstreuen kann und dann rutscht er wieder und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Aber dass man das so gemacht hat, dass man das Eis halt auch oben machen konnte und den Melange unten. Und dann hat man das Problem, dass man nicht mehr das Spiel beenden konnte. Beziehungsweise dafür der Chatong da ist und man den Teddy da ausstreuen muss und der dann bleibt da hängen. Also man muss die KI überlisten quasi. Das ist irgendwie total bescheuert. Das, ja, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Wenn man es normal macht, Eis unten ausstreuen, Melange oben, kann man das Spiel ganz normal so durchspielen, wie es sein soll. Und das andere ist nur dafür da, als Notlösung, falls man es andersrum gemacht hat. Oder falls man so einen Bug hat wie ich, dass man nicht mehr über, also man selber und auch die Gegner, nicht mehr übers Eis laufen können. Warum auch immer. Vor allem, es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn ihr das weiter reingemacht hättet. Der wäre ja auch nicht drüber gestolpert irgendwie, weil das Eis auf einmal festes Ding gewesen wäre. Also, ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Naja, ein Bug, an dem man wenigstens vorbeikommt. Aber ja, wie gesagt, das Eis, wenn das nicht verbuggt gewesen wäre, der jetzt einfach ausgerutscht. Wir wären in die Küche gekommen, hätten den getriggert, wären wieder rausgegangen, der wäre am Eis ausgerutscht und fertig. So wäre es ja auch normal gewesen, aber ja gut. So, dann lasst uns mal die Klingel nochmal benutzen. Es geht auf und wir kommen zum Schiff raus und wir haben ja auch den Schlüssel jetzt. Also das ist äußerst verbuggt und auch bescheuert, ehrlich gesagt. Aber gut. Oh, wir werden schon erwartet. Na, kleines Mädchen, hast du dich verlaufen? So. Jetzt können wir wieder Kambi spielen und wir können... Ihr seht schon, das hinten, das bin ich jetzt. So, wir kommen an den Schlüssel ran. Den können wir gleich mal benutzen. Und sind wieder da. Reiß dich zusammen, Mann. Du musst Grace retten. Ich hätte hier nochmal speichern sollen. Autsch. Jetzt habe ich dich... Nee, doch nicht. Ich muss jetzt leider hier einen Faustkampf, glaube ich, machen, um hier rauszukommen. Uff, das hat uns noch nicht mal so viel gebracht, gedingst. Aber ich hänge wieder. Ja, das sollte eigentlich jetzt nicht sein. Normalerweise sollte ich jetzt an den Säbel kommen und den Säbel nehmen können. Aber mittlerweile hänge ich jetzt hier und kann mich nicht bewegen, komme auch nicht an den Säbel heran. Oh, super. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel ist total verpackt. Ich weiß nicht, ob das bei mir nur daran liegt. Ich meine, es ist die GOG-Version. Ich habe keine Ahnung, warum das so verpackt ist, ob das normal ist oder ob ich einfach nur ziemliches Pech habe. Na gut, dann werde ich das alles auch nochmal machen müssen. Ja, dann speichere ich aber da unten nochmal und dann versuche ich, ob ich da nochmal an den Säbel rankomme. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.